So, wir haben einen wunderschönen gelben Schal. Wo der Mann... Ja, kennen wir schon. Können wir den vielleicht ins Pissoir legen? Haben wir hier noch Laterne? Kommen wir da rein? Nee, hier geht's Heizungslaterne. Motten umschwirrten das matte Licht der Lampe. Sie waren offenbar auf Nahrungssuche. Ah ja, haben wir Nahrung zufällig dabei. Eine alte Pizza können wir denen ja mal anbieten. Darauf schienen die Motten keinen Appetit zu haben. Ach, Motten. Können wir denen vielleicht das Seidentuch geben? Hallo, Lampe. Lilly hatte sich schon oft gewünscht, in einen Zoo zu gehen und Tiere zu füttern. Mietz. Es war noch viel schöner, als sie es sich ausgemalt hatte. Löchriges Seidentuch. Die Motten hatten ganze Arbeit geleistet. Warte mal. Lilly wusste, dass man Stärke dazu benutzen konnte, Wäsche zu härten. Versuchen konnte man es ja mal. Ach, hör auf! Du willst mich doch verhohlen? Na, wer sagt's denn? Jetzt hatte Lilly ein hartes Tuch mit Löchern. Die Idee hatte ich eigentlich beim Lochstanzer, aber doch nicht von Motten reingefressen und dann mit Sternen. Naja, ist ja... Jetzt hat... Ja, dann egal. Na gut, ist ja Wurst. Hauptsache, können wir hier noch irgendwas machen. Laterne sind die Motten. Können wir denen vielleicht noch den Schal geben? Einfach nur mal so just for fun. Die Motten schienen zwar interessiert, aber Lilly zögerte. Irgendetwas sagte ihr, dass ein mottenzerfressener Gegenstand weniger wert war als ein Heiler. Das galt natürlich nicht für Seidentücher, wie Lilly natürlich instinktiv wusste. Gut, das heißt, wir haben die letzte Lochkarte, wenn ich das mal so sagen darf. Hoffe ich zumindest. Hui! Zum Überwachungsraum. Dann gehen wir da auch gleich mal hoch. Einfach mal gucken, was da auf uns wartet. Schaden kann's ja nicht. Oh, ein pornöser Wandkalender. So, können wir hier irgendwas... Hallo? Sichtfenster. Huch? Was treibst du denn hier? Bist du etwa tot? Ach, schade. Ich hätte ein wenig Unterhaltung gebrauchen können. Aber der Doktor hat mir verboten, mit anderen Menschen zu reden. Zumindest mit Lebenden. Ich muss dich leider bitten zu gehen. Ach du Scheiße. Das war doch gerade unsere Freundin Miranja vom Lagerfeuer. Können wir die irgendwie befreien? Nee, die Tür können wir dann nicht mehr aktivieren. Miranja! Miranja! Du solltest nicht hier sein. Ich darf nicht mit Menschen reden. Zumindest nicht mit Lebenden. Zum Flur? Haben wir nicht? Wir haben doch. Geht das? Hallo? Huch! Ein Geist! Wie nett! Endlich jemand zum Plaudern. Ihr müsst mir unbedingt helfen. Ich werde von Dr. Marcel vollkommen zu Unrecht in dieser Anstalt festgehalten. Können du und deine Geisterkumpel nicht irgendwas dagegen tun? Ihn verfluchen? Ihm seinen Schlaf rauben? Ihn in den siebten Kreis der Hölle ziehen und ihn dort auf alle Ewigkeit mit glühenden Nadeln foltern? Ach, komm schon. Ich habe so viel für euch getan. Ich habe obskure Rituale durchgeführt, Hühner getötet, nackt getanzt. Wobei ich mir rückblickend gar nicht sicher bin, ob das wirklich ein Geist war, der mich darum gebeten hat. Irgendwie fühle ich mich unwohl. Könntest du vielleicht deinen Kopf abnehmen, während wir miteinander reden? Mm-mm. Mann, du bist ja nicht besonders gesprächig. Willst du mir denn gar nicht helfen? Ja, doch schon. Nö. Eigentlich gar nicht. Nee. Also, nö. Also das, nein. Aha. Super. Dann schau dir das mal an. Der Doktor zwingt mich dazu, diese Stoffhasen zu stricken. Keine Ahnung, wozu er die braucht. Aber ich bin nicht besonders gut darin. Vielleicht kannst du mir ja unter die Arme greifen. Warte. Ich schiebe dir etwas Frotte durch die Durchreiche. Okay, wir haben blauen Stoff. Mietz! Dieser Hase war wohl noch zu jung, um zu sprechen. Mietz! Wir haben blauen Stoff, ich freue mich, super. Mietz! Diese... Ja. Okay, das heißt, uns fehlt jetzt... Können wir... Zum Waschraum. Können wir das direkt da reinballern? Dann haben wir das schon mal. Was hast du da? Zeig mal her. Guck mal. Ah, sehr gut. Du hast das Prinzip offenbar verstanden. Benutz das blaue Pissoir ruhig so oft du willst.
Mist, jetzt hätte ich doch versuchen sollen, mit der Stricknadel vielleicht irgendwas draus zu machen. Ah. Aber Lilly, was tust du denn da? Schnauze. Weißt du denn nicht mehr? Nein. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Verschwinde! Also lass schön die Finger davon, ja? Bis später. Hebe dich hinweg, Hase! Spitze Gegenstände, wütend werden und tun und lassen, was man will. Na, das wird dann auch lustig. Supercraft! So. Vielleicht hatte die Oberin recht gehabt, als sie Lilly aus dem Haushaltskurs geworfen hatte. Lilly wusste einfach nicht, wie man mit Nadeln umging. Na gut, aber den gelben Schal können wir bestimmt trotzdem... Was hast du da? Zeig mal her. Ah, sehr gut. Du hast das Prinzip offenbar verstanden. Benutz das gelbe Pissoir ruhig so oft du willst. So, jetzt haben wir alle Farben beisammen. Ich will mal auf spaßeshalber die Bananen ins blaue Pissoir legen. Was sagte man dazu? Blaue Bananen. Das geht? Blaue Bananen. Jetzt ist die Frage, pass mal auf, die haben ja alle eine Sehschwäche. Wer kriegt also was? Nehmen wir mal den Peter. Der will eine Banane haben, hat eine Rot-Grün-Schwäche. Was heißt denn das jetzt? Nee, der will keine Banane haben. Der will Blaubeeren haben, hat aber eine Rot-Grün-Schwäche. Adrian will Ommel. Ach nee, das heißt Tomate. Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Die sieht so scheiße aus, weil ich habe das so neben beim Spiel so hingeschmiert einfach. Der hat eine Rot-Gelb-Schwäche und will eine Tomate. Das heißt, wenn wir ihm die Tomate geben, ist die gelb. Wir müssen also die Tomaten gelb färben, wenn mich nicht... Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Was sagte man dazu? Gelbe Tomaten. Ein saftiges Uringelb. Köstlich, köstlich. Ich probiere das gerade mal einfach so durch. Aber vielleicht ist es ja auch ganz anders, als ich denke. Vielleicht ist das ja gar nicht so einfach, wie ich mir das hier gerade vorstelle. Wahrscheinlich, wie ich das so kenne, gar nicht. Droggy will eine Banane haben, hat eine Grün-Blau-Schwäche, was... eigentlich bei Bananen völlig egal ist. Petra hat eine Gelb-Grün-Schwäche und will Brokkoli. Ich weiß noch nicht genau, was heißt, dass die halt, dass der Peter keine Banane will. Das weiß ich noch nicht. Vielleicht will der Peter nichts Gelbes, der hat aber eh eine Rot-Grün-Schwäche. Will Blaubeeren keine Banane. Beides ist nicht rot, beides ist nicht grün. Außer wenn es unreif ist, dann sind beide grün. Oder wenn man beide vollblutet, sind sie rot. Aber ich glaube, da können wir mal eine Ausnahme machen. Petra hat eine Gelb-Grün-Schwäche und will Brokkoli. Das heißt aber, wir müssten den Brokkoli eigentlich auch gelb färben. Das ist doch bestimmt alles komplett falsch. Warte mal, ich gehe nochmal ganz kurz zu den Retarded People. Ich muss jetzt nochmal ganz kurz... Huch, geh mal weg. Ich muss jetzt nochmal genau hinhören, weil da war noch irgendwas mit ja, hat aber auch nichts gegen das und das... Eine Sekunde. Hallo! Wie schön! Du bist wieder da! Nagelbäcker! Schade. Ein baldiger Hungertod wäre eine Wahl. Ja, bete sie vor! So, wie sieht's denn aus mit der Pizza, Freunde? Erzählt doch nochmal ganz kurz. Lilly wollte nicht noch einen Streit provozieren. Zum Glück hatte sie sich alles gemerkt. Adrian wollte Tomaten, aber keine Blaubeeren. Petra mochte Brokkoli, aber keine Tomaten. Droggelbecher hatte Hunger auf Banane, stellte sich aber beim Brokkoli quer. Und Peter wünschte sich Blaubeeren, hatte aber etwas gegen Banane. Das würde knifflig werden. Nee, soweit habe ich das völlig korrekt. Ich gehe nochmal ganz kurz die Farbenblindheit durch. Droggelbecher. Nicht doch, Droggy. Du musst ihm verzeihen. Er hat eine Sehschwäche. Wie wir alle. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche, Adrian eine Rot-Gelb-Schwäche, Droggy eine Grün-Blau-Schwäche und ich habe eine Gelb-Grün-Schwäche. Lustig, nicht wahr? Ja, ich lach mich tot. Ja, dann habe ich eigentlich alles soweit richtig gemacht. Davon habe ich mir alles notiert. Ich klicke nochmal hier drauf. Droggelbecher. Ja. Bringen Sie uns zu Es ist ganz la... Alles, was man dafür braucht, sind... Und ein Droggelbecher. Okay, ja, dann eigentlich haben wir dann hier alles. Aber das kann doch gar nicht sein. Irgendwas fehlt mir, irgendein entscheidender Hinweis, irgendwas mache ich da noch falsch. Peter. Hallo Pizza. Gelbe Bananen. Ekelhaft, wer ist denn sowas? Und wieso was?
Ach, jetzt muss ich mir den Namen. Das hier ist Adrian, wenn ich mich. Oder Adrian. Adriano Celentano. Das ist Petra. Das ist Peter. Das ist Droggy. Okay. Droggy möchte gerne eine Banane haben. Wie kann ich die denn jetzt darüber kriegen? Gelbe Bananen. Ja. Wie kann ich die denn. Achso, ich glaube, das ist egal, wie die hier belegt sind. Ich glaube, da kommt jedes Obst einmal drauf, wenn ich jetzt Brokkoli mache. Grüner Brokkoli. Und wenn ich die Bananen jetzt drauflege, was dann? Blaue Bananen. Ah, okay, alles klar. Ja, blaue Bananen. Ich probiere es einfach mal aus. Ich färbe jetzt einfach mal alles so, wie ich mir das vorstelle. Und ich habe einfach das Gefühl, dass alles falsch ist. Blaubeere müsste eigentlich so draufgehen. Tomate von rot nach gelb. Die Tomaten müssten gelb sein. Haben wir schon. Banane von grün auf blau. Sind eh gelb. Und Brokkoli. Gelb auf grün. Grün müsste also gelb werden. Wenn ich das jetzt... Ist wahrscheinlich alles falsch. Was sagte man dazu? Gelber Brokkoli. Mach Sachen. Das kann doch nicht funktionieren. Gelber Brokkoli. Ja, wissen wir schon. So, jetzt Tomaten. Gelbe Tomaten. Köstlich. Blaue Blaubeeren. Ach. Da scheint jemand nicht so glücklich zu sein über seine... Kann man nicht die wieder wegnehmen? Nee. Blaubeeren. Blaue Blaubeeren ist also nicht so glücklich drüber. Was ich aber nicht ganz verstehe. Er möchte gerne. Pass mal auf, das ist der Adrian. Blaubeeren. Ach, der Adrian mag keine Blaubeeren. Aber er hat ja auch keine Blaubeeren. Ich will mal kurz was testen. Pass mal auf, geh mal weg. Blaubeeren. Wenn ich die Blaubeeren jetzt einfach mal spaßeshalber grün färbe. Was sagte man dazu? Grüne Blaubeeren. Ja, werden manchmal in Polen als Weintrauben verkauft. Blaue Bananen, gelbe Tomaten, gelber Brokkoli, blaue Blaubeeren. Sagenhaft. Grüne Blaubeeren. Okay, das ändert hier offenbar nichts an der Stimmung. Ich probiere nochmal was ganz kurz. Ich versuche jetzt mal ganz kurz was. Blaubeeren mache ich jetzt auch mal gelb, einfach weil alles so schön gelb ist. Huch, hallo Blaubeeren. Was sagte man dazu? Gelbe Blaubeeren. So, jetzt hier, Pizza, los. Gelbe Blaubeeren. Okay, Droggy ist aber nicht happy, weil Droggy mag keine Banane und Bananen sind ja gelb. Wahrscheinlich liegt es daran, oder? An den blauen Bananen. Er hat eine grün-blau-Schwäche, er müsste also grüne Bananen sehen normalerweise gerade. Ah ne, Droggy will Bananen haben. Droggy mag keinen Brokkoli und der Brokkoli ist gelb. Okay, warte mal. Peter mag keine Banane. Adrian mag keine Blaubeeren. Droggy mag keinen Brokkoli. Petra mag keine Tomaten. Ich ändere jetzt mal die Farbe der Tomaten. Ich will nur mal ganz kurz eine Theorie austesten. Was sagte man dazu? Rote Tomaten. Und dann lege ich die mal kurz auf die Pizza. Rote Tomaten. Und sie ist unglücklich. Alles klar. Bei den gelben Tomaten war sie nicht unglücklich. Warte mal ganz kurz, ich notiere mal ganz kurz was. Eine Sekunde, ich muss jetzt mal ganz kurz ein paar Pfeile hier in den Notizblock schmieren. Und zwar... Sekunde, also ich bin jetzt mal ganz kurz hier drüben wieder. Peter will Blaubeeren. Die Blaubeeren... Eine Sekunde, ich bin gleich wieder da. Ich singe gerade mal im Hintergrund, tut mir leid, wenn ich gerade ein bisschen hier abspenstig bin, wie immer. Okay, Adrian, Droggy, Moment. Und Petra. Er möchte gerne Tomaten. Dann Banane. Und Brokkoli. Okay, das stimmt soweit schon mal. Jetzt ist nur die Frage.
die müssten dann eigentlich... Wenn das das ist, dann müssten die eigentlich... Nee, die müssten rot sein. Moment, ich bin gleich wieder da. Tralalalala. Okay. Ich habe keine Ahnung... Entschuldigung, ich habe jetzt vergessen, mich vor das Mikrofon zu setzen. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das so funktioniert. Peter mag Blaubeeren. Sekunde, ich versuche das gerade nochmal nachzuvollziehen. Das heißt... Tja, probieren wir es einfach mal. Komm, was soll's. Was haben wir denn jetzt hier? Nee, ich kann meine Schrift nicht lesen, verdammt nochmal. Das sieht aus wie Bratkartoffeln, heißt aber Blaubeeren. So, die Blaubeeren... Nee, die lasse ich mal gelb. Ach, gucke. Die Tomaten... Machen wir mal so. Was sagte man dazu? Grüne Tomaten. Eine Sekunde. Ich bin gerade geistig ein bisschen abwesend. Was sagte man dazu? Rote Bananen. Das wird hinten und vorne... Ja, vielleicht mal gucken. Ich weiß es nicht. Wenn das nicht funktioniert, dann mache ich ganz kurz eine Spielpause. Was sagte man dazu? Blaue... Ist ja unfassbar. Wenn das nicht funktioniert, mache ich mal ganz kurz eine Spielpause und probiere mal offscreen ein bisschen weiter und mache mir mal ein paar Pfeile, ein paar weitere. Blauer Brokkoli. So, damit ist der Droggy happy, wie es aussieht. Gelbe Blaubeeren haben wir. Das heißt, der Adrian hier ist auch nicht mehr so pingelig. Jetzt haben wir noch grüne Tomaten für Adrian. Der soll grüne jetzt... Tomaten. Ja, der ist jetzt happy. Freue ich mich. Und dann haben wir hier noch, Sekunde, für den Droggy. Der müsste jetzt happy werden. Ja! Rote Bananen. Und der Brokkoli ist eh blau. Das hat man schon richtig. Das müsste jetzt... Alle sind happy. Das müsste jetzt gehen. So, mal schauen. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Jetzt geht's los zum Rollenspiel. Hoffe ich zumindest. Zumindest waren ja alle glücklich. Kann ja nur gut sein.